Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe hier heute Hibu und das Hatchimal und ich glaube, die beiden sollen sich heute mal kennenlernen. Ich werde die erstmal ein bisschen vergleichen und mal schauen, ob die vielleicht sogar miteinander interagieren können. Also vielleicht, Hibu kann ja immer Sachen nachsprechen. Vielleicht hört Hibu ja dann, was das Hatchimal sagt und spricht das dann auch nach. Also das will ich einfach mal ausprobieren. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und als erstes schauen wir einmal, die beiden sind noch nicht angeschaltet, einfach von außen, wie so die Unterschiede sind. Also Hibo hat auf jeden Fall längeres, etwas weicheres Fell. Und ja, wenn man da so drüber streicht, das fühlt sich an wie ein Kuscheltier. Ist ein bisschen größer als das Hatchimal. Und hier ist das Ganze aus Plastik. Und die Augen sind wie kleine Bildschirme. Also da sieht man dann richtig, jetzt im Moment gerade nichts. Aber wenn der eingeschaltet ist, ist dann da mal ein Herzchen zu sehen. Oder da ist dann eine kleinere Pupille, eine größere Pupille. Also das ändert sich dann. Das Hatchimal hat sehr, sehr kurzes Fell, aber auch ziemlich flauschig. Also wenn man da drüber fühlt, fühlt sich fast schon so ein bisschen an wie so ganz feine Federn oder so. Also ganz, ganz weiches Fell. Dieses ist eher so wie bei einem Kuscheltier, habe ich ja schon gesagt. Das ist eher so kurz und so wie eine flauschige Fließdecke vielleicht. Die Flügel sind aus Plastik, die sind hier komplett aus Kuschelfell. Und hier sind die Augen... sehen aus wie Glasaugen und die blinken dann ja in verschiedenen Farben. Die Schnäbel, die sind beide aus Plastik und die haben auch beide hier oben so ein kleines Haarbüschelchen und die haben auch beide so Rollen unten drunter oder so die Möglichkeit, sich zu bewegen durch so kleine Elemente hier. Das Hatchimal ist wirklich deutlich kleiner und auch bisschen handlicher. Hibo ist wirklich schon recht groß. Aber schwer sind die eigentlich beide nicht. Also ich muss sogar sagen, ich glaube, das Hatchimal fühlt sich etwas schwerer an, wenn ich die so in den Händen halte. Na, ungefähr gleich. Hibo, die schlaue Eule. Interaktive Fragen stehen hier drauf. Ah, okay, das sind wahrscheinlich Fragen, die ich auch ihr dann stellen kann. Vielleicht probiere ich das mal als erstes nochmal aus. So. Hallo. Hallo, ich bin Hibo. Ich spiele und singe mit dir. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Okay, das funktioniert schon mal nicht. Also hier sind so Fragen drauf. Hallo, wie geht es dir? Wie alt bist du? Oh. Hibo. Ja, ist ja gut, Hibo. Wiedersehen. Komm bald wieder. Also eigentlich steht das hier so in der Anleitung. Hibo antwortet auf diese Wörter und Sätze. Wie geht es dir? Sing ein Lied für mich. Nee. Ja, sehr komisch. Naja, ich werde jetzt erstmal das Hatchimal auch anschalten. Hallo, Hatchimal. So, Hibo kann auch mal wieder aufwachen. Hallo, ich bin Hibo. Ich spiele und singe mit dir. Ich glaube, das Hatchimal hat gerade schon Hibo gesagt, oder? Hab ich das nur gehört? Oh, jetzt ist es traurig. Oh nein. Verängstigt. Keiner da? Ich glaube, ich muss das irgendwie. Ich bin müde, aber bleib doch bei mir. Oh, was ist denn jetzt passiert? Jetzt ist, glaube ich, das Hatchimal auf einmal hungrig. Ich neige das mal. Nee. Oder ist das.
ängstlich wieder? Ängstlich, dann soll man ja den Kopf tätscheln. Lila, hungrig. Dann vielleicht jetzt mal. Ah, jetzt will das spielen. Hallo, hallo? Hallo. Ist da jemand? Achso, ich streiche mal Hebo am Bauch. Dann fängt er an, Sachen nachzureden. Oh, wie niedlich. Wie cool ist das denn? Also Hibo spricht halt wirklich gerade alles nach, was das kleine Hatchimal sagt. Okay, und auch was ich sage. Was ist denn jetzt hier wieder los? Hungrig. Nee, jetzt gelb, Spiele. Ich habe die beiden jetzt nochmal gestoppt. Ihr habt gesehen, das Hatchimal, das bewegt sich richtig so im Kreis und geht auch in verschiedene Richtungen. Und Hibo bleibt erst auf einer Stelle und bewegt sich so ein bisschen nach links und rechts. Und Hibo hat wirklich alles nachgesagt, was das Hatchimal gesagt hat. Das fand ich total niedlich. Also die beiden haben sich anscheinend schon so ein bisschen angefreundet. Das fand ich echt richtig cool. Und ja, die haben schon ganz unterschiedliche Funktionen, auch viele Funktionen. Die muss man natürlich auch erstmal auswendig kennen. Ich habe hier noch die Anleitung und schaue da drauf, deswegen wusste ich manchmal nicht so richtig genau, was zu tun ist. Also das Hatchimal, das hat ja dann diese verschiedenen Farben in den Augen. Das ist dann ängstlich oder ihm ist kalt, hungrig, müde, krank. Sonst natürlich auch hat Schluck auf, ist kuschelig, verstimmt, verärgert, muss ein Bäuerchen machen, gibt es wohl anscheinend auch. Und dann gibt es ja noch verschiedene Blinkfunktionen, also das ist einfach nur erstmal mit der Lichtfarbe. Und dann gibt es auch noch lila Blinken, das bedeutet, es Hatchimal will tanzen, oder rot blinken, man soll es fangen und so weiter, also verschiedene Spiele. Also da gibt es noch einige Funktionen mehr. Hier sind ja die vier Funktionen, also man kann das tätscheln oben auf dem Kopf, dann wird es auch müde und schläft irgendwann ein. Und sonst an einem Arm kann man das zum Singen bringen und an dem anderen Arm zum Geschichten erzählen bringen. Und hier vorne, wenn man das hier streichelt, dann lacht es und danach fängt es an, alles nachzuplappern. Also hier eher vier Funktionen, hier noch ein paar mehr Funktionen. Hat mir auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, die beiden hier nochmal auszuprobieren und ein bisschen zu vergleichen. Ich finde, so vom Aussehen sind die natürlich sehr unterschiedlich. Das Hatchimal ist in so leuchtenden Farben und das sieht wirklich schon fast ein bisschen aus wie eine Eule, also von den Farben ganz gut nachempfunden wie eine echte Eule. Ich finde auch witzig, dass das die Sachen nachplappern kann. Hier finde ich aber auch cool, dass es so verschiedene Funktionen gibt. Da muss man echt immer dranbleiben, um zu verstehen, was das alles so bedeutet. Und ja, vielleicht habt ihr auch noch mal eine Idee. Vielleicht soll ich noch mal ein Video machen mit den beiden zusammen und dann sollen die noch mal versuchen, zusammen zu sprechen oder ja, sonst irgendwas ausprobieren. Also, mir hat es auf jeden Fall richtig gut gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, findet ihr das Hatchimal besser oder Hibo? Vielleicht habt ihr einen Favoriten, gerne unten reinschreiben. Ich finde beide richtig cool, machen beide echt Spaß und man kann ja verschiedene Sachen damit ausprobieren. Man wird so ein bisschen auf Trab gehalten. Ja, mir gefällt's. Wie gefällt es euch? Gerne in die Kommentare, sonst gerne einen Daumen nach oben da lassen für das Video. Und sonst schaut natürlich auch unsere anderen Videos. Wir haben schon verschiedene Videos zum Hatchimal gemacht und auch zu Hibo, also Kahn und Nina haben da auch schon Videos so gemacht. Gerne auch nochmal da reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!